Krieg ist etwas wirklich Tragisches. Ist es eine metaphysische Frage? Krieg kommt von Inneren. Ja, Slobodan Praljak war bekannt in Mostar. Er hat versucht, im Theater was zu machen. Er hat versucht, zu schreiben. Er hat vieles versucht. Ne, da sam ga poznavao, nego smo sjedili zajedno na mostu ispod Čardaka. Dolazio je u isovkama sa bradom. Onako, bio je simpatičan. Ja, dass ich jung war, mit der Frisur, als Kindler, in Theaterzeiten. Das ist ja schon ein bisschen älter. Und da kommt ja eine Zeit, wo ich eine andere Physiognomie, aber nicht zu viel Verschiedenes. Da unten bin ich immer derselbe Mensch geblieben. Ich bin stolz auf die Uniform. Ich bin stolz auf mein Leben. Als General hat er sich als ein Profi gezeigt und wir waren Amateure.
Horn war der Chef. Er hat gesorgt für Disziplin und dafür, dass alles anständig läuft, dass niemand was klaut. Und Atko, sein Bruder, der gefallen ist. Sagen wir Kijićma. Kijićma, das ist ein Život, je most, most bio. Za komplet Mostar. U onom periodu kad sam ja gojen na mostu i kad sam živio prije ovoga što se desilo u Mostaru, prije napada na Mostar i na Stari most. Sve što se dešavalo lijepo, meni u životu to se desilo, ne meni, nego komplet ovom društvu, mojoj toj ekipi, Jadranku, meni, Faši, da sad ne nabrajam, jer su svi manje više poginuli. Sve se to dešavalo lijepo na tome mostu. Sve djete
Ich war Chief of Staff damals in Mostar. Das konnte man nicht sagen, General. Ich habe nicht so große Armee gehabt. Das, wissen Sie, wir haben nicht die Stadt gehabt, um Generale zu produzieren. Ich bin Freiwilliger gewesen, weil ich mich verteidige. Weil ich verteidige mein Haus, meine Familie, mein Volk. Alles andere ist die Frage von dem Talent. Wie wird ein Mann der Kultur zu einem Mann des Kriegshandwerks? Was ist ja zu bewundern, die Frage? Wir haben die Kultur bewahren. Jemand kommt und will meine Kirche zerstören, meine Sprache nehmen, meine Freiheit nehmen. Wie bewahren Sie das? Wer soll das bewahren? Die Bauern, die Arbeiter und nicht die Leute, die in Kultur gearbeitet haben, die Intellektuellen. Die müssen Freiheit bewahren. Sie müssten damals in die Armee gehen. Und jeder Intellektuelle, der wirklich Intellektuelle ist, darf nicht in ein Zimmer bleiben mit dem Bücher und schreiben über was schreiben. Welche Filme drehen? Es war ein humanitärer Konvoi nach Mostar. Und die Volk will das nicht machen. Sie hat der Konvoi gestoppt. Da sind der Krieg in Bosnien-Herzegowina. Wer kann mit Ihnen sprechen? Mit welchem Recht? Was würden Sie sagen? Wo ist die Polizei? Wo ist der Staat? Wo ist irgendetwas? Jetzt sage ich ihm, ich werde das machen. Und wenn ich sage, fahren, fahren wir mit alles zusammen. Man muss einfach selbst Kraft haben. Und in dem Moment, in dem Gebiet, habe ich nur das gehabt. Nur ich. Ovo moramo pustiti, nema razgovora. Gospodo, to je sve vojnici. Maknite mi ovo ovdje, konvoj prolazi. Tako je. Ajmo. 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 Bis zum Mostar habe ich mit ihnen gefahren. Bis zum Mostar. Ich war schon im Krieg ein bisschen alt. Da hat man mir eine Aufgabe gegeben, dass ich am Fluss Nere etwa aufpasse, dass die Kroaten nicht über Fluss kommen. Und da war ich ein total altes Gewehr, 48 gebaut, und heißt Tanjara. Da kommt 5 Patronen rein und es geht nicht automatisch, jedes Mal muss man wieder laden und dann schießen und was weiß ich. Und in der Nacht haben wir nur aufgepasst und ich konnte in der Nacht sowieso nichts sehen. Ich habe ja gar nicht geschossen, aber es zählt, dass ich da war. Posso prenderlo? Sì, sì, grazie. Ma. Cos'è il tuo?
govorio. Željko, okay. Pošesjet. Pozdrav. An der Brücke haben wir wirklich gelebt. Es gab keine Streite, Nationalität. Oder Zigeuner ist, oder Moslem, oder Kroat, oder Serbe, total gleich. Wir haben immer Spitznamen gehabt. Und dann wussten wir nicht, wer welche Religion oder Nationalität ist. Also Leben war international? Aber total. Also meine Frau war katholisch. Das ist gemischt. Also seine Frau ist... Gemischt. Meine Mutter war Serbe, Vater war Muslim. Von Goranic war Vater Kroate, Mutter war Muslim. Und er ist also Deutsch und hier hat er Moschee als katholisch, aber ist egal und das zeigt alles. Was ist noch drauf? Stein Major, das Kind ist. Was es nicht gibt, soll man fragen. Und auf der Rückseite? Stein Major, die Brücke. Alles an die Brücke. Ich bin Moslem, und die Brücke. To je bio jedan kulturni centar grada Mostara. Osim toga, Mostar je inače bio stjecište filmskih kuća svjetski. Hardy Krieger, Orson Welles, Charles Barton, Yul Brynner, mnogi glumci, znani i neznani, poznate filmske zvijezde. Tako oni su ovdje sjedili, mislim, tu. Tako da je to bilo jedno veliko kulturno sjecište dvorane. A vidite na što sad izgleda, golubovi lete, srušeno. Kasumović wohnt nicht weit von meinem Geschäft, aber ich kenne ihn nicht gut. Er ist jemand in sich verschlossen,
Ab und zu habe ich ihn mit Kamera gesehen. Und dann auf einmal ist er ein strenger Moslem geworden. Ja, sam ubeđen da će ova moja kamera završiti u muzeju. Da će ova moja kamera, da će ovaj moj film biti zaista opomena cijelom svijetu da nikad i nigdje se ne dogodi nešto što se dogodilo nama. Izvucimo pouku, nikad i nijednom narodu ne želim da se dogodi ono što se dogodilo nama. Sind Sie hier gewesen, als der Panzer auf die Brücke geschossen hat? Nein. Ich bin ja auch erstes Mal da. Erstes Mal bin ich hier. Es gibt überhaupt keinen Befehl. Ich war ja überhaupt nicht da, damals. Konnte man die Brücke von hier aus denn überhaupt sehen? Da sieht man. Nämlich genau, wo die zwei Kuhlen da oben sind. Kann man sehen, über die zwei Muscheln, ganz normale Entfernung für einen Panzer. Wie viel wird das gedauert in militärischer Sinne? Eine Minute, drei Granaten. Eine Minute, militärisch gesehen. Eine Minute, drei Granaten. Maximum, das kann auch nur eine genug sein. Nein. Das war der Panzer, das war ungefähr von hier. Kein Zweifel, aber ich wusste überhaupt nicht, wo der Panzer gewesen war. Und wenn ich hier stehe, das frage ich mich, wie kann er von hier 24 Stunden auf die Brücke schießen, ohne irgendwelche Verteidigung. Das Spiel ist total unklar. Sie stehen hier und da alle waren unter der Armee von Bosnien-Herzegowina Kontrolle. Sie haben gehabt. Warum haben sie nicht geschossen? Warum schießen sie nicht? Dakle, ja sam otprilike stao ovdje, namjestio se, žurio sam, namjestio se, otprilike vidio, aha, može. I kad je pukla prva granata, ja sam pogledao kamen, ovo se sve ovdje trese. On pucao, pucao granata, ja snimam, i onda vidim, bit će problema. I onda gledam vječu i srčim dole, brže dole. Srećimo ovdje. Tako ja sam sišao u podrum i počeo sam popisivati robu. Odjedan put sam čuo granatu kako pišti i ja sam znao da je upućena negdje ova. Međutim, ta prva granata je udarila tu ispod mosta. Ljudi su malo tamo kod ove naše kolegice pili, ona ima restoran tamo, a ovaj jedan prijatelj naš došao odavde tamo i bio. I sad kad se to srušilo, on je polupijan, prelazio preko tog, tako, to je nenormalno, to mi... I on se čuvao za tu ogradu i tako je prešao na ovu stranu. Tad nije bilo granata kad sam se ja vraćao, rano je bilo ujutro. Kasnije su počele granate, možda to sad. Hajrudin ist ein Bäcker und war besonders im Krieg sehr populär, weil Brot war für uns das Allerwichtigste und deswegen ist er sehr populär geworden. Und der andere Hajrudin war der Baumeister der Brücke, hat die Brücke gebaut und ein Hajrudin war der Letzte, der über die Brücke gelaufen ist. Tako je dedo žalosno izgledao. Samo je dva kamena su ga gore držala, svu su rupe bile. Ja sam jedva prešao, moji su mi prijatelji savjetovali da ne idem to jutro, da ne idem ovamo na ovu stranu, ali nešto me je gonilo da pređem, eto tako.
Iz njega nešto je sipalo u Neretvu dole. Ona plava i crvena neka ko zemlja. Nešto je sipalo u Neretvu. Isto kako ranjen čovjek kad krvari. Pa plava i crvena krv prosipa se. Eto. I znao da će to jutro dedo pasti. Mislim da je najbolje pustiti da film ide i ništa ne komentarisati. Ja nisam želio da govorim u ovom filmu, nažalost, i na sramotu pojedinih ljudi u ovoj državi, da sam svoje autorstvo, odnosno dokaz da sam svoje autorstvo u ovome filmu morao potražiti na sudu. U godini i pol dana ja sam bio faktički mrtav čovjek. Jesu rekli na sudu da moj film nema muziku. Nastupio je moj advokat Mehmet Šatot koji sada radi u Vrhovnom sudu i rekao: muzika za ovaj film su ove granate. Hajruddin hat die Quader mit Eisendübel verbunden und zusätzlich mit einem besonderen Mörtel, dass die Brücke erdbebensicher war. Man hat Dübel und Mörtel im Labor untersucht. Ohne die Bombardierung hätten sie ewig gehalten. Wir untersuchen Blei und Stahl, dann das Verformungsvermögen und die einzelnen Bestandteile. Und man muss sagen, die haben an für sich einen Qualitätsmaßstab wie heute gehabt. Und es hat sich ja auch gezeigt, wenn man die Teile sieht, sie sind also kaum korrodiert. Also es war quasi ein Feldversuch, der 500 Jahre gedauert hat. Also vom Korrosionsverhalten her haben die also alle mal getaucht.
stari može se napraviti, ali to više neće biti simbol Osmanske imperije i islama, jer je tu došao u UNESCO, umešali se svi narodi. Ja nisam bio za to, ali ja se onako ne pitam ništa, ni ja ni narod. Da se sungefe vi, Irak je se štet, je sve jedan di Amerikaner, Irak, au bauen je zelen, je zagen, vidi humanum gut, jer naozovi moj stavar. Ja, ich verstehe. Eine türkische Baufirma hat die Rekonstruktion bekommen. Sie müssten den Mörtel genauso zusammenrühren wie Hayruddin und jeden einzelnen 2 mm genau nach dem Original bauen, ohne Zement. Ich glaube, sie haben dabei gar nichts verdient. Großesbald wird ein Schaf geschlachtet und es wird gefeiert. Die Leute vom Westmostar haben das als irgendwas Negatives gesehen, aber das macht man, wenn man ein Haus baut, wenn man Brücke baut. Das ist einfach eine alte Sitte, symbolisiert nichts, sondern bedeutet, jetzt werden wir feiern. Symbolen und Brücken, das sind Quatsch. Das ist ja gut für die Zeitungen, für die Blablabla. Da unten bleibt eine nicht gut gelöste Situation. Dayton ist hier gekommen, hat einen Krieg, einen unwahrscheinlich schreckliches Krieg gestoppt. Er hat nicht Hauptposition gelöst. Hauptposition ist, was bekommen die Menschen, die in dem Staat leben, und was bekommen die Völker, die in der Stadt bauen, die Souveränität haben. Ich habe eine Souveränität hier. Das ist ja Land, die nicht mir jemand geschenkt hat, sondern wir leben hier seit 1000 Jahren, egal wie. Sie leben auch. Aber nach der serbischen Aggression und als wir die Mostar befreit haben, sind Tausende, Zehntausende Leute gekommen, die Muslims, die vertrieben sind von den Serben. Weil sie gekommen sind, sind einfach dreimal so viele Muslims hier gewesen. Und das ist eine reine ethnische Okkupation.
welche Nationalität oder Religion hat. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass meine Freunde auf mich auf einmal schießen. Gestern haben wir zusammen Kaffee getrunken, gestern haben wir zusammen gegessen, waren zusammen in der Schule, gleiche Sprache, gleiche Ethik und Moral gelernt und dann auf einmal schießen wir aufeinander. Wie das gekommen ist, das ist abrupt gekommen, zu abrupt, dass man es begreifen kann als Hass zwischen Religionen oder Nationalitäten. Nicht plötzlich, nicht plötzlich. Das kommt die ganze 1992, als wir probieren das. Jetzt, Sie haben zwei Armee gehabt, zwei Stabs, zwei Regierungen. 95% der Leute haben nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass die Kroaten uns überfallen. Um 5 Uhr früh mit Hunderten, wenn nicht Tausende Kanonen und Granatwerfer auf einmal. Sie sind hier gekommen. Ich war nie da hinten mit meinem Stab, mit der Armee. Sie haben Aggression gemacht. Sie haben die Idee gehabt, haben noch heute, dass die Bosnien-Herzegowina die Stadt für die Muslims ist. Sie haben über die Grundvolks hier gesprochen. Hunderte Mal. Alle Politiker haben sie über die Grundvolk hier gesprochen. Grundvolk in Bosnien-Herzegowina, nach ihrer Meinung, ist, sind Muslims. Und da sage ich nein. Grundvolk bin ich hier auch. Hier, ich stehe. Prajak ist ein Teil von Grundesvolk Kroatien da. Ich will nicht, dass sie weniger als ich habe. Aber umgekehrt funktioniert das auch nicht. Und das ist die Hauptfrage gehabt. Sie wissen nicht, wo sie gewesen sind. Und glauben, dass ich eine Aggression gemacht habe. Nein, sie sind auf der Seite gekommen. Und jeden Tag einen Schritt weiter. Und ich probiere mal sagen, also, langsam bitte. Zusammen bedeutet für sie, dass sie herrschen. Damals und heute. Und heute haben wir Herrscher in Sarajevo. Die Leute haben sich immer gefragt, wie ist es möglich, ohne Beton, ohne diese Technik, die wir jetzt besitzen, wie war es möglich, in dieser Zeit so etwas Festes, Schönes zu bauen? Diese Technik ist einfach, aber sehr, sehr effizient. Der Bogen besteht nur aus einer einzigen Schicht. Es sind 110 Steinreihen. Jeder einzelne Quader ist exakt nachgehauen und an seine alte Position gesetzt worden, verdübelt und mit Blei ausgegossen. Es wäre sicher interessant gewesen, das im Detail zu dokumentieren und professionell zu filmen. Aber das war verboten. Angeblich, um die Arbeiten nicht zu stören. Es gab ein paar Leute, die konnten jemandem sagen, du darfst drehen, anderen, du darfst nicht drehen. Und
ist möglich, dass die Leute ein bisschen kassiert haben, die Genehmigungen geben, wer filmen darf, wer nicht. Aber das war ein bisschen geheimnisvoll. Also das ist mit Technik hat es nichts zu tun. Viele Delegationen sind gekommen, immer waren die Leute sehr froh und haben stolz gezeigt, was sie gemacht haben. Und da gab es keine technischen Probleme und da läuft alles. Technische Gründe sind das nicht. Ein Warum, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein Geschäftsgeheimnis. Das ist die Frage. The matter why they don't let the cameras on the bridge disturbing work. That's not the reason. There are some other reasons. Nobody talk about them. So it's not disturbing, you can film, you know. So nobody wants to say why. But today it's easy to imagine a lot of reasons for nothing. I don't think that's very correct. Because really, there is no other side, maybe in the world, no, that you can see such things. Vladimir Šeparović is a Croat, he is a Bildhauer. Ein Bleispezialist, verantwortlich für die Dübel. All stone blocks in the arch are connecting with the dovers. And all hollows around the dovers has to be filled with the lead to have a function of holding them together. This kind of stone is very porous. And you can work with that stone only if it is full of water. And that's the reason why stone has to be held in the water before put on the bridge. Just now we are drying the stone because that water is too much for the very hot lead. And the lead will splash and close the channel. And you lose that wedge forever. You can't repair it. So that's a weak point in the bridge. When will it be dry enough? I know exactly. There is very simple way. It's enough to put a piece of glass and I see if it's wet. If it's not that dry enough. Yeah, I know exactly when it's dry. We should not risk. Because as I told you, if you make mistake, you can't repair it. It's lost forever. We must achieve the right temperature. If it's too cold, it will block the channel. If it's too hot, it will shrink too much when it's cooling down. And then it creates a hole in the middle of the lead. It will be too much space around the lead and the stone, and that it won't hold properly. So it must be exact temperature what we tested. Then everything filled up properly and holding very strongly. This is what is important. This is what holds the bridge. Everything else is just to do something, you know. Thank you.
der Prater Rosic ist Bauingenieur oder Bauarchitekt und er bestimmt, wer auf die Brücke filmen darf und wer nicht. Manche konnten das drehen, manche nicht. Und wieso, warum, das weiß man nicht. Ob er Geld genommen hat, das materialisieren konnte oder nicht, das ist wieder die Frage. In West-Mostar war und dort im Konzentrationslager und da hat er angefangen zu malen und das waren die Probleme, die man im Lager gehabt hat, so ein Haufen Menschen, kleine Räume und so weiter. Und nachher hat er ein Atelier bekommen. Aber diese Grafik, die er da gemacht hat, kaufen die Touristen nicht, weil die interessieren sich nicht für Sozialmotive. Die wollen von Mostar nur die
danas. To znači dva puta prije ovoga dan. Nisam želio da se sretnem sa nekim poznanicima, pa sam izbjegavao doći ovamo. Neke prijatelje stare, koji mi nisu pružili ruku u ratu, a koji mi žele sad pružiti ruku kad je sve stalo. Otac mi je poginuo 57. godine, kad se nije vodilo računa koja je lijeva i desna strana, zapadni i istočni Mostar. Tako nije to bilo sporno u ono vrijeme, toliko ko danas. Mome dedi i neni koji su bili muslimani nije smetalo što mi je otac katolik. Bio je čovjek, pa onda katolik. Razmišljam sasvim drugačije nego ovi novo komponovani Mostarci. I sad razmišljam o tome da oca prenesem odavde tamo gdje bude, da mi je tamo bliže da dođem da ga obiđem. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Wallahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaki min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab. Die Kroaten haben ihre muslimische Gefangenen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Sie mussten zum Beispiel eine neue Straße von HWO Stützpunkt Heliodrom in die Berge Richtung Međugorje bauen zu ihrem katholischen Wallfahrtsort. Goran war als Zwangsarbeiter beim Straßenbau eingesetzt. Sedam dana manje od 5 mjeseci, to je 140 i 3 dana i 4. 143 dana sam bio. Imao sam izbor grada na liniju gdje se ratovalo, borilo, ili ovdje da radi. Pošto je ovdje bilo sigurnije za moju glavu. Ja sam se prijavio poludobrovoljno, ne dobrovoljno, ni u kom slučaju, nego ili ćeš tu ili ćeš u grad. Ja sam prihvatio ovaj rad i je teži, ali sigurniji. Nisu i oni ubijali, nego su pomoću njih osvajali dio grada. Uzeli bi 30 ljudi, svaki od njih bi uzeo vreću, išao bi tamo tu vreću da složi jedan, drugi, treći, tako 30 vreća i to bi bio kao jedan zaštitni zid od vreća, dok bi se oni prebacili da bi pucali tali. Tako sljedeću bi ulicu osvajali sa tim vrećama. Ti zatvorenici što su bili ovdje, oni su njima činili uslugu, pravili su im zaštitni zid, čak su bili u živom štitu u gradu, gdje su se vodile direktne borbe prsa u prsa. Logor gehabt, aber das war nicht so schlimm. Der Logors in Krieg haben ist nicht so etwas, was man darf nicht haben. Nämlich wir, in dem Krieg haben wir Gefangene gehabt, weil wir uns nicht vorbereitet haben, waren sie so schlimm, weil die paar Leute da waren, die das nicht kontrollieren haben. Als ich dort gekommen bin, habe ich sofort mit dem Journalisten da hinten gekommen, haben wir das reformiert und so gesagt. Das war auch schlimm. Man kann sich von dem schämen, aber das war nicht so etwas, als die
als was, dass sie auch Muslims gehabt haben. Die Muslims haben viel mehr Logros gehabt als die Kroaten. Po meni je ovo bila agresija sa strane Hrvatske i Hrvatskog naroda. Ovi ljudi što su bili zatvoreni ovdje na Helerumu, većinom su bili građani Mostara, koji su odvedeni iz kuće, bez puške. Ne? Starci su bili, mladići od 17-16 godina pa do 70 godina. Mene su iz kuće izveli. Ja nisam bio u vojsci ni u jednoj. Jesi mi brat bio, ali ja nisam nigdje. Imao sam radnu obavezu. Električar sam bio. Kad su izbili sukob između muslimana i Hrvata, u stvari kad su Hrvati napali, ja sam stajao na ovoj strani ovdje, sa stanom. Probijali su vrata, izgonili žene sa djecom i u mojoj se zgradi to tako dešavalo. I ne samo u mojoj zgradi, nego i do mene tamo gdje sam. Nije bilo normalno. Kako je bilo normalno kad ode u grad 50 ljudi, vrati se 20. A ono 30 je ili ranjeno ili ubijeno. Kako je normalno bilo. Pa proveo sam skoro 5 mjeseci ovdje, ja što mene tiče. Ne mogu zaboraviti to. Ponizili su me, čim su mi zatvorili, nisu mi dali slobodno kretanje, nisam imao dovoljno hrane, ponizio me. Ja mislim da to treba da se kaže, da svijet zna šta je bilo ovdje. Ja sam srećno živ, ali ima ljudi koji se nisu vratili, koji roditelji ne znaju za njih ništa. Djece, momaka, ljudi koji su poginuli, ne zna se za njih gdje su. A dosta je falio što se tiče Helio. Haben wir gegen jemanden, haben wir nach Nevesnje gegangen, haben wir nach Belgrad und Niš einmarschiert, haben wir nach Sarajevo einmarschiert, nichts. Null Position. Wir haben uns einfach nur verteidigt. 500.000 Flüchtlinge nach Kroatien, Munition zu Muslims, Organisation zu ihnen, das habe ich gemacht. Und nachdem alles habe ich schuldig als die irgendwo ein Rebellen im Nacht jemanden getötet war. Du liebe Gott, 100 Mal habe ich so reagiert. 100, 200, 300 Mal. Ordnung mit dem Gewehren, Gewehren gegen Gewehren. Wissen Sie, was das bedeutet? Dass jemand kommt, total verrückt, Idiot. Er will Sie töten. Was kann ich machen? Jemanden schwer, wem kann ich schicken, dass er Sie nicht tötet? Was kann ich organisieren? Nur ein einziges Ding. Ich repetiere auch, total verrückt, und sage, nein, das darfst du nicht. Und ich habe mehr Kraft. Und ich habe Recht, in der Situation, an dem Ort, etwas gut zu machen. Und das habe ich gemacht. Und deswegen habe ich keine Angst von niemandem. Fühle ich mich ganz stolz auf alles, was ich gemacht habe. To bi bio drugi rat u Mostaru, kad bi se sreli mi zajedno ovdje. U predijelu starog grada ili bilo gdje, kad bi se sreo sa njim, to bi rat izbio između mene i njega. Napao bi ga sigurno, bez daljnjeg. A njega bi bacio u Neretvu, bez ustručavanja. Da vadi onaj kamen po kamen iz Neretve. Mein Antwort ist wirklich klar. Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Von welcher Seite kommt die Granate, die wir jetzt gesehen haben? Sehen Sie mal. Sehen Sie jetzt. Passen Sie mal auf. Ist das Panzergranate? Sehen Sie. Das ist Granate von dem Panzer. Haben Sie das gesehen? Nochmal, sehen Sie mal das richtig. Da kommt etwas von der anderen Seite. Sehen Sie mal jetzt. Sehen Sie mal. Ist das Panzergranate ebenso wie früher? Nein, meiner Meinung nach nicht. Aber das kommt schon, ist die Frage, dass jemand das
die Sprengstoffexperten können das analysieren. Wir haben Sie glauben, es wäre eigentlich eine Art Komplott, was da stattgefunden hat? Ja, das glaube ich, das bin ich hundertprozentig sicher. Natürlich, es wollte jemand eine Story von der Brücke bauen und erzählen, dass die Kroaten ebenso schlimm in dem Krieg sind als die Serben, dass sie auch so, nach der Story, die man gut verkauft kann, Bad Boys sind auch wie die Serben. Und deswegen haben sie etwas organisiert. Jemand hat das bezahlt. Herr Sulovic ist Oberstaatsanwalt und er hat viele Kriegsverbrechen untersucht, aber der Fall Praljak blieb für ihn verboten. Und warum, das wissen nur ein paar Leute in unserer Politik. Ja, nisam zadovoljan. Po mom mišljenju ovaj slučaj nije završen. Prije svega, na ovom slučaju rađeno je drugo tužilaštvo, konkretno vojno tužilaštvo HVO Mostar. I mislim da nisu krivičnom prijavom obuhvaćeni ona lica koja su u stvari počinila ovo krivično djelo, odnosno koji su naredili da se sruši stari most, a ova lica sigurno nisu to mogla vratiti bez naredbe prepostavljenog, bilo da je to general ili neposredni starješina. Ne želim da politiziram, ali je činjenica da je na području Mostara u to vrijeme bila hrvatska vojska, pored HVO-a bila je hrvatska vojska i bio je general Praljak, koji sada to on odbija, osporava, da ima on bilo kakvog učešća u rušenju starog mosta. Ja sam pročitao mnogo izjava, svjedoka, očevidaca, bio sam neposredni očevidac. Ono što je navedeno u zahtjevu za sprovođenje istrage nije tačno, to mogu potvrditi bez ikakvog oklijevanja, a to sam rekao i na mjestima kad su me o tome pitao. Von Berghum haben Kroaten die Altstadt bombardiert. Es ist jetzt ein kroatischer Wallfahrtsort. Viele sagen, dass das eine Provokation ist, aber das ist weniger Problem, weil wir können ja auch dort auf diesem Berg große Halbmond und Stern machen und das wird lächerlich, das wissen wir. Und wieso sollen wir das machen? Es ist so, wie Gott gegeben hat, es ist ein karger Berg, es ist schön zu sehen. Also architektonisch ist das nur hässlich, aber sonst von Symbolen ist mir egal, Kreuz und Quer oder Halbmond ist ja Schnuppe. Muslimani, vidite, dogodilo se to da Hrvati i Srbi su napravili jednu grešku. Da nas nisu napali, mi bi se asimilirali i nestali bi.
Allah je iz svoje milosti dao nama ovaj rat da bi nas opomenuo, a prije toga smo mi, dakle, Allah nijednome narodu ne da stradanja i neke stvari prije nego što ga Mostar i cijela Bosna i Hercegovina je bila na vrhuncu svega i nakon toga dolazi opomena. Ovo je samo opomena. Ovo je opomena i ovo mezar je za mene opomena, a ne kazna. Ovo je za nas treba da bude opomena da se vratimo vjeri dini islamu.
Man hat den Schlussstein natürlich inszeniert, damit Weltbank und UNESCO das zu sehen kriegen. Aber das war nur ein Show. Denn etwas Wichtiges fehlte noch, die Dübel. Und man hat sich gefragt, wie man eigentlich Dübel in den letzten Stein reinkriegt. Bunu buraya koyduktan sonra bunu getiriyoruz buraya. Bunu sabitleştiriyoruz. Bu kilit taşını getiriyoruz buraya yerleştiriyoruz. Yerleştikten sonra bunu çekiyoruz biraz lank diye düşüyor. Koyacağız buraya kaldıracağız. Bunu tutturuyoruz böyle. Tutturduktan sonra buraya yerleştirdik. Şimdi bak bunu çektiğimiz vakit düştü. Other side. Ne Haben lange nicht geglaubt, dass es diesen Tag jemals geben wird. Zum ersten Mal nach 10 Jahren wird es wieder ein Brückenspringen geben. Es sind nur ein paar hundert Meter von hier. Werden Sie hingehen? Nein. Nein, gehe ich nicht. Es gibt ja auch noch viele Menschen da hinten, die glauben, dass sie Recht haben, Gerechtigkeit in eigene Hand zu nehmen, dass sie in dem Krieg Recht haben. Deswegen kann ich in eine Situation kommen, eine Schlägerei kommen. Ich bin ja zu alt für solche Dinge. Aber
dass etwas in mich geht, dass ich dort gehe, ist schon da. Das ist ja mein Staat und ich frage mich, warum hat jemand recht, mir etwas zu machen. Aber trotzdem, na, wenn so etwas passiert, das habe ich hier tausende von Freunden, tausende von Soldaten, wenn sie hören, dass jemand gegen mich etwas zu tun, Schlechtes macht gehabt, das kann wieder ein Krieg sein. Und deswegen bleibe ich besser ruhig hier, um nicht so ein, wieder ein Grund zu einer großen Schlägerei mindestens in Mostar zu führen. Der Krieg ist zu Ende, Schuldfragen werden gestellt. Haben Sie irgendwelche Schuldgefühle? Nein, null. Stolz bin ich. Ich werde das wiederholen, in jeden Kleinigkeiten. Schuldig bin ich nicht. Null. Eigentlich müsste der beste Springer der Stadt das Springen eröffnen. Das war Jadran, Gorans Bruder, der im Krieg gefallen ist. Prije Đevada Pašića vidit ćemo skok veterana skokova sa starog mosta, Gorana Finka. Ne znam, mislim da neće biti ono što je bilo prije. I to se neće sigurno ponoviti jer ima koji su pogriješili u ovome ratu, pa više nikad neće doći ovam. Tako ja mislim da neće biti onog druženja i... Može se evo podignut. Ali šta ćemo sa šitnicima? Gdje je mnogo skakača, ti Safa znaš, 23 skakača su poginula u ovome ratu. Ja im ne mogu pružiti ruku pomirenja. I to je to. I to ću naučiti svoje dijete, ko što ću naučiti svoje da ne učini neki korak prema toj drugoj strani. Drago moje dijete, oprosi starom ocu što ti nije mogao pomoći u tvojim najtežim trenucima u životu. Daleko sam bio od tebe, a dočnjačka ruka je bila brža. Znamo da si volio muziku i pjesme koje si sam pisao i sada te čeka tvoja gitara i niko je ne uzima da svira. Nisam ja bio ni jedan put prije, bio sam prije nekoliko dana. Vis-a-vis tragedije svog djeta nisam mogao. Prema izjavama svjedoka, pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske, se spustili niz ovo brdo. Vidite, ova je kuća zaklonjena. Nema, oni, osim ove kuće i ovih kuća, drugih kuća nema u blizini. Tako da su došli sa svih strana i opkolili kuću. Bili su na spavanju, dakle nisu pružali nikakav otpor. Prema izjavama svjedoka, ono što su oni čuli, čuli su krike, čuli su pomaganje, plač, molbe, milost. Onda su čuli pucnjavu, tada su ušli u kući i pobili. Nisu uvažili njihove molbe, nego su jednostavno pobili i onda su zapalili kuću. I tako da su sa kuća izgorila i napole izgorila njihova tijela. To su vandali pisali to. Vandali iz redova ubica.
moj sine, to nije imao sreću da preživi. I nije imao šanse da se spasi. Nikad. Toga dana bila je ubistva oni pred kućom Žušić Mirsada. Tom prilikom su iz njegove kuće izveli njega i ubili ga u prisutnosti porodice. Onda su silovali jednu djevojčicu od 16 godina. I nema ni riječi pomirenja, ni izvinjenja, ni kajanje. Jednostavno smatra se da oni smatraju da je to tako moralo biti. Kao da smo mi skrivili ovaj rat, da smo mi htjeli rat, a ne oni. I da ja kao Turdas nisam pokrenuo ovaj slučaj, koga pitao bi li se i kako to i pokrenulo. Jer je vidio se da vlada neki potpuna apatija, nezainteresovanost. Ne znam iz koji... Wir haben gut gelebt, dann kam Krieg, dann ist alles kaputt gegangen. Jetzt hat man nicht investiert in Wirtschaft und die Leute haben keine Arbeitsplätze. In Ostmostar ist ungefähr 70% Arbeitslose und die müssen von zu Hause, was übrig geblieben ist, verkaufen, damit die überleben. Jeder versucht mit Obstgemüse und so ein kleines Geschäft aufzumachen und dann bleibt übrig 4 Mark wenig. Mostar danas nije ono što je bio Mostar prije rata. Nije ni blizu. Danas je Mostar za mene provincija. Mostar je jedan divan grad bio prije rata. Ljudi su u njemu bili dobri, fini, opet prije rata. Sad je to sve iskvareno. Ne mogu procijeniti sad ni ljude, ni političare, šta žele od ovoga grada. A to je bio za mene najljepši grad na svijetu. Grad cvijeća, ljepote, grad duha, šale, druženja, muzike, lijepih djevojaka i hrabih momaka. To danas nemamo. To sigurno danas nemamo, jer su došli neki novi klinci gdje prave provinciju, gdje pravi razdvajanje.
Das ist ein Kontrast. Man hat gedacht, dass es unmöglich ist, über solche zwei Ufer eine Steinbrücke zu bauen, ohne Zement, ohne Eisen, ohne Maschinen. Und der hat die nicht nur gebaut, sondern wunderschön gebaut. Und der andere Wunder ist, dass jemand kommt von Kroatien und die einfach gefühllos zerstört, was der Herr Praljak gemacht hat. Ja, wissen Sie, wenn Sie irgendwelche Kunsthistorie nehmen, fast alles, was Sie da unten sehen, ist zerstört. Alles zerstört. Ja, die Kathedrale in Kelln ist noch immer schwarz von dem Zweiten Weltkrieg. Stellen Sie nicht so Frage, als dass bis dem Zerstörung von der Brücke in Mostar nicht auf dem Ganzen. Alles haben die Leute, die Männer, alles haben zerstört. Von dem Diokletian-Split bis zum Pula, Kolosseum, Athena, Nürnberg und Köln und Dresdner und Monte Cassino in Italien haben alle zivilisierte Völker zerstört. Das hat auch jemand in Mostar gemacht, nicht General Praljak. Razgovarali smo više puta o mostu i sad ja ne znam je li on dolazio da vidi kako će ga srušiti ili da mu se divi. Ja mislim ono prvo da je bilo u pitanju. Ja ga dobro znam jer iz Šančeve ulice gdje sam i ja prije stajao kao malo dijete i tomu neće se nikad u prosječu stiče mosta, a da ne govorim o životima momaka koji su poginuli tu u sami most. Tako isto i za Jadranka. Razgovora sa njima ja više nikad neću imati, niti ja osjećam kao ljudi. Srušili su i ubili su ono što je vrijedilo Mostaru. A Praljka, ne samo radi Mostar i radi ovih momaka, ja bih mu preporučio u Sibir da ode, jer srećemo se nekad pa ćemo drugačije pričati nego što se pričalo ovako. Gorane! Gorane! Viele sagen jetzt, können wir Westeuropa verzeihen, dass die so passiv waren im Krieg, weil die Praljak im Haar gebracht haben. Das heißt, dass Gerechtigkeit doch angekommen ist und viele freuen sich, dass er da ist. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia is now in session. L'Audience Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie est ouvert. Please be seated. The prosecutor versus Slobodan Praljak. Mr. Praljak, I invite you to enter a plea on each and every of the 26 counts I just read to you. Do you plead guilty or not guilty? Nisam kriv ni po jednoj od 26 točaka optužnice. Thank you, Mr. Praljak. May I first ask to... Wenn ich objektiv schuldig bin, ich bin ja wirklich schuldig. Selbstverständlich. Aber was für welche Taten und Akten nennen Sie schuldig sein? Nein, so etwas kann nicht funktionieren als Gerechtigkeit. Als Macht, ja. Aber Macht ist Macht. Was kann man gegen Macht machen? Aber Gerechtigkeit ist ganz etwas anderes.